Hallo Leute und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Paper Mario Color Splash. Einen Moment, ich muss kurz meinen Timer stellen, weil ich den gerade schon wieder in der Aufnahmepause vergessen habe zu stellen und mich jetzt gerade spontan daran erinnert habe. Ich hoffe, er geht nicht extrem laut an. Gut, dass ich das während der Aufnahmezeit mache. Sehr schön. Okay, gut. Wir haben ein paar Pfosten in der Parallelwelt eingeschlagen, die uns vielleicht, keine Ahnung, im Weg waren? Weiß ich nicht. Ja, auf jeden Fall gehen wir jetzt zurück in die Reverse-Welt. Gucken mal, was da jetzt los ist. Ob wir da jetzt irgendwas machen können. Oder auch nicht. Und dann mal sehen. Ich bin gespannt. Naja, der Part wird ja auf jeden Fall auch noch ein bisschen kürzer. Und dann der nächste auch noch. Und eigentlich alle, die ich heute aufnehme. Aber das kriegt ihr ja alles mit. Mehr oder weniger zumindest. Okay. Ach ja, wenn ich vergesse oder nicht sehe, dass Gegner irgendetwas sprechen, dann liegt das einfach daran, weil Gamepad und Fernseher gefühlt einen Meter auseinander sind von der Blickrichtung. Und da muss ich immer erst hin und her gucken, was wo wie passiert. Und meistens gucke ich dann halt auf meine Karten. Und deswegen sehe ich meistens einfach gar nicht, dass Gegner reden. Komisch, die Pfosten sind im Boden verschwunden. Da steckt bestimmt einer von diesen Normalos aus, dieser Normalo-Welt dahinter. Ach, Normalo-Welt, so heißt das also. Okay. Ich hätte springen sollen. Ich hätte irgendwas machen sollen. How to kill the Knochen Trockens. The problem is, I have no idea. And that's why we flee. Flee, Mario, flee! Good job. Ich hatte gerade keine Lust auf den Kampf. Ich meine, bringen uns sowieso überhaupt gar nichts, also, ne. Ach so, ja. Hi Toad, die Teile sind weg. Der Strudel ist einfach super, wie der wohl in der Normalo-Welt aussieht. Keine Ahnung. Ha. Gedreckt. Ach, hier ist eine Tür. Ja klar. Ja klar. Natürlich! Was auch sonst? Na toll, jetzt haben wir die Attraktion der Insel zerstört. Dreht Kleidung so lange im Kreis, bis dem Schmutz darauf schwindelig wird und erschöpft das Weite sucht. Genauso ist das, Leute. Genauso. Wie kannst du es wagen? Ich war gerade mitten im Schleudergang. Naja, das war schon ziemlich nicht so nett, Mario. Das war echt ganz schön. Huh, das war nicht nett. Okay, was nehmen wir denn mal für diesen einfachen roten Shy Guy? Was soll ich denn jetzt anziehen? Es tut mir wirklich leid. Einen großen Hammer? Und das war's? Also, es tut mir wirklich sehr, sehr leid, Shy Guy, aber... Oh, er hat noch was gesagt. Ich hab's noch nicht gesehen. Es tut mir wirklich leid, aber... Ich brauche das Teil. Ich muss weiterkommen. Momentchen mal! Unser Kapuzen waren da drin. 5 gute Kapuzen, einfach ruiniert. Dafür wirst du bezahlen. Ach Mann, was nehme ich denn jetzt dafür? Unser Partnerlook, einfach futsch. Ich hätte jetzt einfach... Der Doppelsprung reicht ein. Moment. Hüftpushen. Habe ich kein einzelnes Stück von. Schade. Na gut, dann halt 2 eingefärbte Sprünge. Bei 5 Stück gab's Rabatt. Oh, deswegen regen die sich auf. Ist ja nicht so, dass hier überall Geld rumliegt. Nein. Oh, ein Sprung reicht auch. Ach, stimmt, man... Ja. Halt, stopp! Mein bester Panzer war in der Maschine. Ich hoffe, ein normaler Sprung reicht aus. Für mich den Schongang, bitte. Nein, tut mir leid. Nicht drin. Und down. Wer kommt jetzt noch? Schön hier bleiben. Alter! Schal, Handschuhe und Socken. Einfach weg. Ich habe schon kalte Füße. Wie bescheuert. Aber okay. Ich nehme es hin. Ich nehme es sehr gerne hin. Danke, Spiel. Mir ist kalt. Ja, Entschuldigung.
Reicht das überhaupt? Ja, dürfte reichen. Okay, wer kommt jetzt noch? Perfekt. Das war's? Das war's? Wirklich? Okay. Okay. Gut, dann haben wir ja alles. Ah, da haben wir denen einfach die Waschmaschine geklaut. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Wie geil. Mal gucken, was der jetzt sagt. Oh, der schöne Strudel ist weg. Was ist denn mit dem Strudel los? Ich hoffe, meine Socken sind wieder sauber. Alter, die wussten die ganze Zeit Bescheid. ETF. Ach, wie schön. Moment, was sagt denn eigentlich das Menü, der, Dingensgrad? 98%. Ja, Signal. Okay. Ich glaube, ich habe es schon gesehen, gefunden. Ja. Hab ich's? Jo. Sehr schön. Okay, gut. Dann wollen wir mal zurück in die Normalo-Welt, wie sie so schön betitelt wird. Ach, wie schön. Gut, also die Pfosten sind eingestampft und alles und blubblibla und der Strudel ist weg und jetzt, ich habe keine Ahnung, was jetzt passiert. Einfach mal gucken gehen. Oh, einen Moment. Tja. Okay, das war minimal ungünstig, möchte ich es betiteln. Echt nicht, super. Vor allem weiß ich jetzt nicht, wie lang das Gespräch war. Moment. Nochmal kurz nachgucken. Wird das abgespeichert? Bitte, Android, sag mir, dass es abgespeichert wird. Und mir sagt, vier Minuten ungefähr. Na! Okay, dann muss ich halt doch bis 21 aufnehmen. Mist. Ja gut, ich musste gerade nochmal ins Telefon. Tut mir leid. Ja, das wirft meinen Zeitplan jetzt minimal aus der Ordnung. Aber ist okay, ist okay. Wir gucken einfach mal, wie es weitergeht. Ich meine, so viel kann ja jetzt nicht passiert sein. Hi Toads, wie geht's euch? Der Strudel ist immer noch da. Warum? Ach so, der verschwindet gerade. Ja gut, die Trägheit der Masse, das muss ich ja erstmal beruhigen, genau. Mario, wir haben uns ganz doll gewünscht, dass der Strudel verschwindet und weg ist er. Das macht mir ehrlich gesagt etwas Angst. Ich will diese Macht nicht. Schnell zum Schiff und weg hier. Alles klar. Okay, gut. Sagen wir es ihm nicht. Er scheint jetzt ordentlich motiviert zu sein. Das sollten wir nutzen. Ja. Okay, alles klar. Ach ja, Toad, die Brücke ist wieder da. Freust du dich? Wie durch ein Wunder ist eine Brücke erschienen. Ja, ist doch schön, oder? Nein, nein, ich will nicht, danke. Ja gut, ist alles vollständig abgeschlossen. Los. So, der Strudel ist weg, also können wir die Segel setzen und uns den Farbstern holen. Hi. Den Strudel wegzuwünschen war ein Schuss ins Blaue, aber andere Möglichkeit hatten wir ja nicht. Bescheuert. Warum denkt ihr wirklich, dass es geklappt hat? Jetzt kannst du den Farbstern erreichen, unter dem Strudel war. Aber bevor ich das mache, Moment. Ich habe doch vorletzten Part irgendwann wieder den Kompass eingesetzt. Der müsste doch eigentlich... Okay, ist nicht da. Ja, weil ich das Level noch nicht verlassen habe, stimmt. Ja. Ich bin zu doof dafür. Oh. Cool. Heilung. Kann ich gut gebrauchen. Okay, nicht runterfallen. Danke, Mario. Beste Jump-Run-Spieler der Welt. Ist er jetzt automatisch hochgegangen? Ach nee, stimmt. Das ist ja der Begrüßer-Toad und das hier ist der Steuermann-Toad. Genau, alles richtig. Ja, ich möchte in den See stechen. Aber bitte bring mich zum Farbstern. Bitte, bitte, bitte. Danke. Das hätte mich jetzt sehr nicht gefreut, wenn das nicht so gewesen wäre. Schnapp dir den Farbstern und dann können wir weiter. Wir sind so nah an der Schatzinsel. Auf geht's, Mario. Ahoi! Ja gut, dann ahoi. Level geschafft, auf jeden Fall. Gut, das muss mir aber später nochmal notieren, was jetzt alles besprochen wurde. Suboptimal. Ja, aber egal. Kurzfassung, ich darf heute, wenn diese Folge erscheint, in einer halben Stunde ziemlich genau, beziehungsweise mittlerweile in wahrscheinlich genau 20 Minuten, einen Vortrag halten.
Ist doch schön, oder? Ach, wie toll. Ja. Überhaupt nicht knapp oder so. Ja. Aber okay. Mache ich gerne. Das ist kein Problem. Nur ein bisschen mehr Vorbereitungszeit wäre schön gewesen, weil ich heute wirklich auch keine Zeit habe. Ach, egal. Paper Mario Time. Paper Mario Time. Beim Klabautermann! Oh. Alles dunkel. So etwas habe ich. So ist. So etwas ist mir noch nicht untergekommen. Noch nie untergekommen. Aber mir macht die Dunkelheit nichts aus. Ich gehe auch mal im Dunkeln in den Keller. Vorwärts! Ich glaube, das ist keine gute Idee. Ich glaube, das ist keine gute Idee. Also wenn er jetzt schreiend zurückgelaufen kommt, dann wird's lustig. Es ist doch etwas dunkler, als ich gedacht habe. Nein, nein, nein. Unmöglich. Bei diesen Lichtverhältnissen können wir dieses Gewässer nicht befahren. Wir würden einen Schatz nicht mal bemerken, wenn wir ihn mit ihm zusammenstoßen. Und was jetzt? Ich würde sagen, wir gehen zum Leuchtturm. Wie konnten wir das übersehen? Ein perfekter Ort für einen Leuchtturm. Wenn es jetzt noch an... wenn er jetzt noch an wäre, gehen wir an Land und sorgen mit dem Leuchtturm für Erleuchtung. Interessante Physik, wie sich das Schiff bewegt. Aber okay, ich nehme es hin. Ich muss schon wirklich sagen, dieses Paper Mario ist allein vom RPG-Element ziemlich geil. Vom Paper-Teil allerdings vermisse ich ein wenig viel. Mario, wir untersuchen den Leuchtturm. Such dir ruhig nach dem Farbstern. Vielleicht haben wir dann sogar schon repariert, bis... Vielleicht haben wir ihn sogar schon repariert, bis du wieder da bist. Auf geht's, Toads. Ahoi! Ahoi! Wuhu! Nein, ich möchte nicht in See stechen. Noch nicht. Können wir jetzt vielleicht wieder den Kompass mitnehmen? Das wäre schön. Das wäre toll. Das wäre ganz angenehm. Ah, nein. Ich muss dann wieder die Treppe hoch. Ja, ich kann den Kompass. Ja. Diesen tollen, nutzlosen Kompass, der mich aus einem Kampf fliehen lässt. Ist das nicht toll? Der ist total praktisch und so. Verdammt, haben schon wieder... was ist denn heute mit diesen wichtigen Mails und Anrufen und... Gemeinheit. Führt angeblich verirrte Reisende zurück auf den rechten Weg. Okay, nehme ich hin. Alles gut. Dann hoffe ich einfach mal, dass ich jetzt doch noch ein bisschen weiterkomme. Ach ja, Heilung später. Puh, ich habe es beim ersten Mal geschafft. Ich bin eine Treppe hochgelaufen. Haha. Das ist irgendwie... doof, dass ich mich darüber freuen muss, kann. Aber egal. Neue Insel, neues Glück und der Steg sieht genauso aus wie gerade eben noch. Wie habe ich den jetzt getroffen? Ich habe keine Ahnung. Aber ich habe die Formations... Inklings? Ne, wie heißen die nochmal? Das wollte ich gar nicht. What? Wie viele sind das denn? Ziel ist abgelaufen. Ja, toll. Danke, Wecker. Ich muss dich leider verwerfen. Also jetzt wären eigentlich diese 17 Minuten rum, was eigentlich relativ gut passt. Ja. Okay. Ja, Dreiersprung. Dürfte reichen, oder? Einen dafür. Und jetzt zweimal exzellent. Ja, das war doch kein Problem. Und auch überhaupt nicht risky. Kein Problem. Ah, genau, Blooper. Tja, da habe ich die ganzen Bloopers zerstört. Und ausgerottet. Die Formationsbloopers. Tut mir schon ein bisschen leid, aber auch nur ein bisschen. Ob es hier wieder diese Paralleldimension gibt, die Reverse-Welt? Ich bin gespannt. Wir gehen auf jeden Fall gleich rechts lang. Ja, rechte Daumenriegel, was auch. Was macht ihr da? Oh, Karte. Karte, Karte, Karte. Mitnehmen. Meine. Erhalten. Peach Post 5. Was erzählt sie uns denn heute? Mario, ich erfuhr, dass Bowser selbst unter den entfernten Toad...
selbst uns den entfernten Tod geschickt hat, um mich mit seinen Fe in seine Fänge zu locken. In seine Fänge, genau. Die schwarze Farbe, mit der er bedeckt ist, verleiht ihm ungeahnte Kräfte, welche er benutzt, um seine Pläne voranzutreiben. Welche denn? Er hat mich entführt, um seine Kräfte zu demonstrieren. Doch damit gibt er sich nicht zufrieden. Mario, er plant etwas. Etwas absolut Entsetzliches. Ja, was denn? Mädel, red doch einfach mal fertig. Dass er irgendwas Entsetzliches plant, war schon von Anfang an klar. Mensch, Mädel. Guck mal da, ich habe was eingefärbt. Habt ihr bestimmt nicht mitgerechnet, dass ich das sehe. Und hi, Tod, was erzählst du uns? Es ist wirklich stockfinster. So könnt ihr unmöglich weitersegeln, oder? Hoffentlich funktioniert der Leuchtturm bald wieder, damit du die Farbsterne finden kannst. Woher weiß er davon? Suspicious. Also, keine Ahnung, wie es auf Deutsch heißt. Ich weiß nur, dass die Bedeutung richtig ist. Ach Mann. Ich hasse das, wenn ich Begriffe auf Englisch weiß, aber nicht mehr auf Deutsch. Verdächtig. Genau, so. Da kommt es genau richtig, Mario. Das Wort ist mir gerade auch nicht mehr im Deutschen eingefallen, also, ja. Wir sprechen gerade, wer zuerst in den Leuchtturm hinein darf. Als Captain steht mir ja eigentlich immer zu, aber als Zeichen meiner Wertschätzung überlasse ich dir diese Ehre. Ja, danke schön. Nicht so, dass ihr Angst hättet oder sonst irgendwas, oder? Oder? Okay. Ja gut, dann versuchen wir erstmal unser Glück. Tschüss. Hier auf dieser Insel, links herum, rechts herum, wie wollen wir gehen? Wahrscheinlich ist es sowieso ein Kreis. Unten rechts rum. Okay. Hätte ich mich auch für entschieden. So, die 20 Minuten sind eigentlich auch schon wieder voll. Ich muss mich nachher noch daran erinnern, dass ich die paar Minuten rausschneide. Das ist sehr suboptimal. Und ja, da ist wieder die Reverse-Welt. Finde ich cool. Dass die nochmal Verwendung findet, meine ich. Aber ich wüsste jetzt nicht, warum. Keine Ahnung. Vielleicht sollte ich auch nochmal davor, bevor ich in die Reverse-Welt reingehe, nochmal gucken, was da jetzt überhaupt drin ist, in dem Turm. Bevor ich da noch 10-mal wechseln muss. Um das überhaupt herauszufinden. Hab dich gesehen, Cooper. So, jetzt mal kurz nachdenken. Reicht das von der Zeit? Eigentlich nicht. Ach Mann. Okay. Okay. Hüftpushen. Ja, die sind, denke ich, ganz gut, wenn man nicht jetzt wieder so einen gegen 10er Stapel kämpfe. Laut einer alten Legende soll sich hinter diesem Wasserfall ein Schatz befinden. Niemand weiß, ob an der Geschichte etwas dran ist. Papier soll sich ja schließlich vom Wasser fernhalten. Das stimmt. Aber hier sieht's aus, als ob man da wirklich durchgehen könnte, also. Vielleicht schaffen wir. Moment. 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 Das sind gerade Linien. Vielleicht habe ich mir das auch einfach nur eingebildet. Naja, egal. Okay, ganz viele Stellen, wo wir nicht durch können. Erstangriff, gegnerischer Erstangriff. Mist. Autsch. Ach ja. Solche gibt's auch im 10er Stapel, oder wie? Nee, 6er Cooper. Okay. Kein 10er Stapel, kein 5er Stapel. Nein, ein 6er Stapel. Also der tut mir schon ein bisschen leid, der unten war. Aber auch nur ein bisschen. Okay. Ja gut, dann, Moment. Hier ist was Weißes dahinter. Habe ich gesehen? Haha. Seid ihr die seitlich stehenden Koopas, die mich am Weiterkommen blockieren sollen? Tut mir leid, ich bin ein seitlich stehender Mario und ich kann ja einfach theoretisch durchlaufen. Wenn das Konzept von Papier wirklich in diesem Spiel zustande kommen würde. Aber irgendwie ja recht wenig, leider. Kehr um, es ist zu gefährlich. Nein, ich würde nicht mal für Münzen zurückgehen. Geh raus. Halt, wer von außen auf die Insel kommt, darf hier nicht durch. So lautet die Regel. Okay, dann weiß ich leider nicht, was ich hier tun soll oder machen kann. Ich gehe weg. Tschüss, Let's Play vorbei. Ja, keine Ahnung. Anscheinend kann ich ja nichts tun. Ne, gehen wir nochmal kurz in den Turm rein. Ja, nee, der Part ist vorbei. Der Part ist wirklich vorbei. Ich darf jetzt nur später nicht vergessen, diese 5 Minuten rauszuschneiden oder 4 Minuten. Ich weiß nicht mehr, wie lange es wirklich waren.
Auf jeden Fall vielen Dank fürs Zusehen und wir sehen uns hoffentlich das nächste Mal wieder, wenn es wieder heißt Let's Play Paper Mario Color Splash. Bis dahin und ciao, ciao.